I wanna do is to tell you that I feel alive. The perfect paradise where the children playing in the sun. Just lay down for a while. And I still get emotional when I see this picture. Because it was the best time. It was the best time of my life. Hopefully I can come back one day. I really hope I can come back one day. Hopefully I can come back one day. Hallo Braunschweig! Hallo Niedersachsen! Hallo Deutschland! Schön, dass ihr dabei seid! Es ist der 29.01.2023, ca. 20.15 Uhr. Wenn es Ihnen aber mal ein bisschen zu viel wird und Sie merken, nee, da sehe ich mich gerade nicht, können Sie gerne das Veto-Schild zücken. Wir brauchen an der einen oder anderen Stelle, brauchen wir auch Sie, liebes Publikum. Sie sind gefragt, Sie können mitmachen. Ich sehe Begeisterung in den Gesichtern. Nun übergebe ich aber erstmal das Wort an einen guten Freund und Kollegen. Einen guten Freund und Kollegen, der auf einen Vertreter einer neuartigen Subkultur treffen wird. Ein Vertreter, der jung ist, dynamisch und ganz schön frech. Begrüßen Sie mit mir ganz, ganz herzlich Markus Lanz. Wir brechen für eine große Sache, brechen wir ganz bewusst die Regeln. Sie gehören zu dieser Unruhigsache. Wie viele Tage oder Nächte waren Sie schon im Polizeigewahrsam? 100 Punks rennen da nicht immer irgendwie durch die Straßen und hauen da alte Kreise Ömerchen um oder so. Das ist total nicht wahr. Wie ist Ihr Leben, um es mal ganz einfach zu sagen? Na, ich würde zumindest die FDP meine politische Heimat. Das ist was anderes, aber glauben Sie, dass die Politik darauf reagieren wird? Da gibt es tatsächlich manche strukturelle Kongruenzen. Aber ja, klar. Ist es heute auch noch? Ganz bestimmt. Ist die Linke spießig? Ja. Berg ist nicht tot! Berg ist nur auf dem Wochenmarkt und kauft für 15 Euro! Das sind 30 Mark! Zucchini, Zitronen und Pettersalat und die Gurne! Und heute zaubert man noch bezahlt! Was sollte länger machen? Das wäre echt super cool! Das wäre echt cool! Das wäre echt cool, transformativ designt zu haben, Großstuhl! Wow. Wow, wow, wow. Viele Emotionen. Ich habe es schon ein bisschen angekündigt. Ich gehe schon mal ein bisschen auf Tuchfühlung mit Ihnen. Ich habe sehr, ja, guck mal hier in die Gesichter. Gleich brauchen wir Sie. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal Werbung. Wir sehen uns gleich. Thank you.
weil mein Büro 33 Tonnen wiegt. Es steckt mehr in diesem Planeten, als man auf Anhieb vermutet. Wie bereits gerade angekündigt, geht es ums Thema Klimawandel. Wichtig dabei ist, es braucht Hintergrundwissen. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass Leute hier sind, die da Ahnung haben, vielleicht ein bisschen vor. Wir brauchen zwei Personen, die jetzt auf die Bühne kommen. Wer meldet sich freiwillig? Da ist schon ein junger Herr. Sag mal, wie heißt du denn? Albert. Und du kennst dich schon mit dem Klimawandel aus. Großen Applaus für Albert. Also ich bin Albert. Applaus! Mehr Applaus! Noch mehr Applaus! Noch mehr Applaus! Danke! Ich bin Anna. Hallo Anna, schön, dass du dich bereit erklärst. Kennst du dich schon mit dem Klimawandel aus? Ja. Ihr dürft jetzt ein kleines Impulsreferat zum Thema Klimawandel vorbereiten. Ihr habt nur so 5 Minuten Zeit, circa. The next song is in English. I hope it's okay. You can ask for translation, your partner. And it's about the differences between rich people and poor people. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Don't tell me. Or please, to be people around you that push you further, that are doing incredible things themselves. Your success will only invite you to exceed your current reality. Otherwise, you just be part of the majority that means to fail. And do you want to be? I want to be to fail. Do you want to fail? Anybody here wants to fail? No! No! Nobody wants to fail. All are together. No! No! Braunschweig, thank you so much. So, nachdem wir schon gehört haben, dass es gut lief in der Vorbereitung, müsst ihr eure Referate jetzt natürlich auch halten. Seid ihr arg nervös? Ja, genau. Der Klimawandel, ich weiß nicht, viele von euch kennen ihn vielleicht. War ja häufiger auch mal in den Medien. Und ich erkläre jetzt einfach mal so, wie wir das verstanden haben, ist der Klimawandel die von den Menschen mittlerweile sehr stark beschleunigte Erderwärmung bzw. Durch einen erhöhten CO2-Ausstoß und einen dadurch sich erhöhten Treibhauseffekt sich veränderndes Klima, was nach und nach unsere Erde zerstört bzw. nicht die Erde direkt, sondern... So, vielen Dank, das reicht schon mal. Du darfst dich wieder setzen. Applaus! Das war's. Ich hoffe, du kannst da mithalten. Ich hoffe auch. Ja, und das Doofe an dem ganzen Klimawandel ist ja... Okay. Dass die ganze Erwärmung die Erde für uns ja irgendwann nicht mehr wirklich lebbar macht. Und dass wir alle da gucken müssen, dass wir dem irgendwie so ein bisschen entgegenwirken sein. Oh, danke, und, das reicht. Ja. Genug schlechte Nachrichten für heute. Setz dich mit ihnen. Das freut mich sehr, dann hast du gar keine Angst vor Benotung. Nein. Weil dafür ist es jetzt nämlich an der Zeit. Eine Person im Publikum findet unter ihrem Stuhl die Benotungsschilder. Schauen Sie doch einmal alle unter Ihren Stuhl. 2! Applaus! Danke! Und für das zweite Referat nur eine 3. Das tut natürlich unser Musterschüler Albert richtig weh. Aber da wir natürlich wissen, dass Noten nur Zahlen sind, gibt es jetzt eine Feedbackrunde. Es gibt natürlich eine Feedbackrunde, weil das reine Benoten, das ist ja ein wenig oberflächlich. Auch wenn diese Benotung natürlich auf fachlichem
Grundkenntnissen, didaktischem Feingefühl und fairem Urteilsvermögen basierte, muss das Ganze reflektiert werden. Und das machen wir mit der Feedbackrunde, und zwar im sogenannten Sandwich warme Dusche, kalte Dusche, warme Dusche Verfahren. Also, ich bräuchte jetzt hier mal schnell eine warme Dusche. Also wir haben sachlich alles gut zusammengetragen. Richtig, warme Dusche war das schon. Das war schon wichtig, jetzt hier einmal eine kalte Dusche. Also, es war schon sehr nervös auch. Das ist eine eiskalte Dusche. So. Okay, ja, super. Ja, dann, ihr kriegt natürlich auch was. Erster Preis für dich in diesem Fall ist eine Dose Erasco XXL ungarische Gulaschsuppe. Einmal Lärm! Das Gute daran ist das Gute darin. Für dich. Was ist das für eine Situation? Lasst uns kurz gemeinsam einen Augenblick darüber nachdenken, was hier passiert. Wir hier vorne und ihr da hinten, zwischen uns ein unsichtbarer Faden, der uns letzten Endes voneinander trennt. Doch wir wollen doch eigentlich gemeinschaftlich Kräfte sammeln, uns verbinden, eine Bewegung sein. Freiheit ist das Recht aller Lebewesen. Dieser Raum könnte die Keimzelle neuer Ideen werden, das Zentrum der Veränderung, die wir in der Welt sehen wollen. Einen Namen tragen zu müssen, nur wenn man ihn bei der Geburt bekommen hat, kann eine Form von Gewalt sein. Sich ausweiten zu müssen, kann eine Form von Gewalt sein. Einen bestimmten Pass nicht haben zu dürfen, sowieso. Schulpflichtig zu sein, kann eine Form von Gewalt sein. Unser Umgang miteinander ist immer irgendwie auch von einer Form von Gewalt geprägt. Auch innerhalb unserer Gruppe gibt es diese Form der latenten Gewalt. Ihr alle werdet eure Erfahrungen gemacht haben. Wir können und sollten uns organisieren. Und wenn wir wollen, können wir bleiben. Aber ohne euch geht es nicht. Ronnie, das ist nicht mehr unser Unterstand. Wir müssen weg, sie kommen, Ronnie. Die wollen uns unten halten, immer ganz schön unten. Die wollen, dass wir ein Lehrling sind, in welchem Geschiebe, Ronnie. Liebes Publikum, ich spreche natürlich über IKEA. Eine klare Sprache. Man denkt, eigentlich sollte das doch nicht so schwer sein, aber wir kennen es alle, oder? Wir kennen es alle? Ja, danke. Dazu gleich mehr. Erstmal hier das IKEA-Regal Gatsby. Jetzt brauchen wir Sie. Wer kann mit uns zusammen, oder nee, nicht zusammen, wer kann mit uns alleine dieses Regal aufbauen? Super! Wow, ein Riesenapplaus und danke auch. Danke auch für die Fairness und die Solidarität. Diese Quizshow hat es nämlich in sich. Werdet ihr jetzt gleich dieses IKEA-Regal aufbauen? Ihr habt 10 Minuten Zeit. Wir spielen einen Song. Aber es ist auch eine kleine Wette. Und zwar müsst ihr das Ganze ohne Schrauben aufbauen. Wir haben aber hier Gaffertape. 10 Minuten Zeit, das Regal zusammenbauen mit Gaffertape. Und es muss stehen danach. Und
Das ist eine gute Frage. Danke. Ich sag, wir gucken das dann spontan, ob das überhaupt steht. Ja, wollen wir uns darauf einigen. Nochmal einen riesen Applaus. Danke, dass ihr mitmacht. Alles klar. Dann sage ich jetzt, top, die Wette gilt. Dieses verbindliche Erscheinungsbild gilt für alle unsere Verbindliche. Dieses verbindliche Erscheinungsbild gilt für alle unsere Verbindliche. 60 Sekunden. Nochmal zücken. Das habe ich übrigens noch gar nicht gesagt. Das Vetro-Schild darf man nur einmal benutzen. Ich frage jetzt mal die Jury. Hält das? Was sagt ihr dazu? Also, ich habe schon einige IKEA-Regale aufgebaut und ich weiß, wie schwer das ist. Es ist immer eine Herausforderung, aber ohne Schrauben und nur mit Gaffertape ist natürlich besonders schwer. Ästhetisch ist es einer der besten Sachen, die IKEA in letzter Zeit so rausgebracht hat. Es hat ein ziemlich dynamisches Design. Man könnte sagen, flott sieht das aus. Wollen wir da mal einwandfrei, oder wir sagen, haben wir ein kleines Stimmungsbild. Glaubt ihr, die Personen hier neben uns, die gerade wirklich alles gegeben haben, hätten einen Preis verdient, oder? Alles klar. Ich würde sagen, das Stimmungsbild im Publikum ist eindeutig. Wir ziehen uns jetzt zurück. Die Jury berät sich. Es wird jetzt gleich eine Entscheidung fallen. Wir sehen uns nach der Werbung. Manches Pausenbrot bleibt leider liegen. Tschüss. Jetzt haben die Kinder schon wieder ihre Pausenbrote liegen lassen. Gib ihnen doch die Milchschnitte mit. Milchschnitte? Ja, das ist ein Pausenbrot, das Kinder wirklich essen. Schmeckt ja toll. Dein Pausenbrot lassen die bestimmt nicht liegen. In Bonn sagen die Leute, im Sauerland gibt es nur Jäger und Förster. In Bonn glauben die Leute sogar, im Sauerland sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Schlaf gut, Friedrich. Und mach das Licht aus. Das Sauerland will CDU. Das ist kein Vorurteil. Ich zähle auf Sie am 16. Oktober. Und besuchen Sie ein wahres Kuchenparadies. Und da sind wir wieder. Wir haben viel und lange diskutiert, ob ihr einen Preis bekommt, aber... Ihr bekommt einen Preis und ihr bekommt 100 Euro! 100 Euro, Wahnsinn! Wahnsinn, 100 Euro! Applaus! Super! Der nächste Programmpunkt ist ein Song. Spielen wir noch ein Musikstück. Bist du dabei? Bin ich dabei? Sind wir dabei, uns zu verlieren? Das war mal unsere Stadt. Wir saßen auf der Brücke über Kennelbad und schauten in den Sonnenuntergang. Vielleicht ist dann alles gut. Auch ich bin der Menschlichkeit immer wieder einmal begegnet, sei es auf einer Bank im nahegelegenen Stadtpark. Und ich muss sagen, ich habe sie lieb gewonnen, die Menschlichkeit.
die eine, die immer lacht. Sie ist die eine, die immer lacht, die immer lacht. Sie ist die eine, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, immer lacht. Immer lacht, immer lacht, immer lacht. Wir sehen uns, auf Wiedersehen. Kommen Sie gut nach Hause.